bin Jan Winter, Physiotherapeut seit 2005 und im Juli jetzt zur Schönklinik gewechselt letzten Jahres. Habe hier das Konzept mit erarbeitet und das Team zusammengestellt. Eine falsche Haltung ist dann schlecht, wenn sie eine Ausweichbewegung ist. Eine Ausweichbewegung ist ein Qualitätsverlust im Training und ist ein Zeichen, dass sie einfach überlastet sind in diesem Moment. Ne? Und wenn man das ignoriert, kann es gegebenenfalls auch zu einer Verletzung führen, ne? Zum Beispiel eine Muskelzerrung. Ansonsten ist eine schlechte Haltung beim Training vor allem insofern ein Thema, als dass ich nicht den richtigen Effekt erziele. Wenn ich in einer falschen Haltung trainiere, dann trainiere ich nicht den Muskel, den ich erreichen möchte und erreiche damit auch nicht den Effekt, den ich mir gewünscht habe. Also das Wichtigste für junge Menschen ist erst einmal, dass es ihren Interessen entspricht. Ich für mich fahre gerne Fahrrad oder gehe gerne klettern, das macht aber nicht jedem Spaß. Und wenn ich mit einem Patienten zusammen gucke, was denn für ihn vielleicht ein guter Einstieg in den Sport wäre, dann ist das Erste, dass es den Interessen entspricht, dass es Spaß macht. Und es kann für jeden unterschiedlich sein. Zumba, Yoga, Pilates hat einen sehr, sehr guten Effekt. Noch besser ist es, wenn ich es mit Freunden machen kann, weil mich die Freunde auch mal dann motivieren, an einem Tag das Sportstudio aufzusuchen, wo ich eigentlich keine Lust habe. Außerdem wäre ein leichter Einstieg ins Training interessant. Also alle neuen Dinge, die ich mache, sollte ich einfach auch langsam angehen und meine Ziele nicht zu hoch stecken. Typisches Phänomen ist in Hamburg, wenn der Marathon hier im Frühjahr ist, dass ich im Januar noch Patienten habe, die gerne bei diesem Marathon teilnehmen möchten, bisher aber noch nie 10 Kilometer gelaufen sind. Dann ist das Ziel zu hoch gesteckt und damit auch das Risiko einer Verletzung einfach auf der Hand.